In diesem Video teste ich von Protella die Protein Crunchies in einer 65%igen Schokoladensorte sowie in der weißen Schokoladenversion. Anhand der Aufnahme kann man sehr gut erkennen, dass diese Crunchies relativ klein sind und irgendwie ein bisschen an diese Schoko Crispy Cornflakes erinnern. Bei der 65%igen Schokoladensorte wirkt es so, wie wenn die Füllung ebenfalls aus Schokolade bestehen würde. Da sieht man bei der weißen Version die Crispy-Schicht deutlich besser. Trotzdem haben beide eine sehr knusprige Konsistenz. Die weiße Version schmeckt super authentisch wie weiße Schokolade. Man merkt absolut null, dass kein Zucker enthalten ist, denn vom Süßgrad her hat man wirklich das Gefühl, wie wenn man eine Süßigkeit essen würde. Auch die dunkle Version mit der 65%igen Schokolade schmeckt super intensiv schokoladig, ist nicht so süß, hat aber auch keinen bitteren Beigeschmack. Beide Sorten sind super crunchy, wobei bei der weißen Version die Hülle ein klein bisschen weicher ist. Geschmacklich finde ich beide super gut und kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Was ihr dann lieber mögt oder bevorzugt, ist eine reine Geschmackssache, denn man bekommt wirklich das, was draufsteht.